Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir die goldene Nadel gesucht und damit ein Mädchen geheilt. Jetzt sind wir wieder hier bei der Kirche und werden einfach mal... Mal kurz mit dem Typen reden, ich kann ein paar Pfeile noch kaufen bei ihm. So, also wir können ein paar Pfeile kaufen. Ja, wo sind die da? So, wir haben noch 6000 Euro. Was hat er denn noch alles hier eigentlich? Wurfdolch, Teleskop, weit in die Ferne, den braucht man glaube ich nicht, ne? Offenbart Korb und feindliche Rufzeichen. So, und Töpfen, befähigt euch zur Objektherstellung. Was ist das hier? Handbuch des Missionars, Hab aus normalischen Kriegers. Ah, warte mal. Warte mal kurz, habe ich nicht hier. Ja, warte mal. Ah, guck mal. Ah, warte, Objektherstellung. Ich wundere mich, warum ich das nie kann. Aber vielleicht kann man das ja hier mit. Sollen wir das mal kaufen? Einmal für drei. Also einer für drei, das ist natürlich viel. Vielleicht muss man ein paar mehr kaufen davon. Okay, jetzt haben wir das. Die Pfeile soll ich noch mal kaufen. Ja, so viel wollte ich jetzt nicht kaufen. Ich kaufe hier nochmal so 80 Stück. Danke. Oh, und das ist das Hampus mit Nas. Erweitert das Handwerksrepertoire. Lass uns die Dinge auch nochmal kaufen. Denn da haben wir auch welche von uns gefunden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die gut gebrauchen können. Über das Heulen im Nebelwald. Okay. The howl of a wolf. In the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Fingerschnipsen. Okay. Goodbye. So, jetzt will ich mal kurz... Ah, da. Um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht immer diese... nicht mehr diese Töpfe, Objekte herstellen, also Behälter dafür stehen. Diese Behälter werden bei Benutzung verbraucht, aber die Behälter bleiben erhalten. Ach, cool. Jetzt können wir auch was... Ach, jetzt... Ach, guckt das an. Über das Objektherstellung könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie auch noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Genau, und die haben nämlich gefunden, die Rezepte. Wo waren das? Ach, guck mal, hier können wir auch so Brandpfeile herstellen. Können wir auch irgendwas gegen Gift herstellen vielleicht? Was ist das? Lindert Giftbelastung und heilt Vergiftung. Das brauchen wir auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, lass uns da mal 5 Stück von machen. Weil dieses... gegen Vergiftung, das ist echt immer nervig. Geil. Durch Scharlachfeule, da können wir es aber nicht machen, denn da fehlt uns Kristallhöhlenmoos. Erinnert eine drohende Blutung, das ist mir nicht so wichtig. Waffenüberzug verursacht Frost. Macht unsere Waffe ja sowieso. Verwerft es sich, um einen Feuerschaden zu verursachen. Weihwasser verbraucht für unseren Heiligschaden. Weiter auf eine Kordel. Aha. Ach guck mal, mit diesen Schmetterlingen können wir diese Knochenfeuerpfeil machen. Wie Schaden macht das Ding? Okay. Und was ist das? Knochenfeuer gefiedert. Regenbogenpfeil. Aber Feuerpfeile mal herstellen? Oh, macht schon alle her hier. Okay. Sehr gut. Aber warte mal, jetzt können wir noch... Können wir denn jetzt unsere Sachen aus dem Inventar benutzen? Unsere Bücher, die wir da haben? Machen wir die Bücher nochmal hier? Ja, hier. Hier. Werkzeugsatz. Mit diesem Wissen könnt ihr voll... Ach so, okay. Der packt das schon automatisch da rein, sobald man das hat. Sturmschwingknochenpfeil. Ah, guck mal, der packt das sofort rein. Ah, okay. Ich dachte, man müsste jetzt irgendwie aktivieren oder so. Das muss ich gar nicht.
Das ist natürlich cool. Jetzt haben wir natürlich auch nochmal unseren Bogen verbessert. Und wir haben nicht nur den Bogen verbessert, wir haben ja auch noch so ein paar bessere Sachen. Gut. So, jetzt ist die Frage, was wir machen wollen. Jetzt können wir auf jeden Fall um Gift müssen wir uns nicht mehr so viel Sorgen machen. Jetzt ist die Frage, was wir tun wollen. Was hat er gesagt? Wir sollen irgendwann einen Heulenkram machen hier. Wie macht man denn nochmal da Gesten? Was ist hier? Verbeugen, winken, vorwärts zeigen, Freudensprung, machen wir weg. Und was können wir da reintun? Ah, da. Wo war dieses Fingerschnipsding? Fingerschnipsen. Was sollen wir den jetzt machen? Wenn wir das Heulen hören, dann kommt da bestimmt irgendwas. Na gut, brauchen wir jetzt aber nicht. Aber was machen wir jetzt weiter? So, wir hatten die Nadel geholt und wir hatten noch irgendwas anderes, hatte ich noch im Kopf. Was ist das denn hier? Den See können wir auch noch untersuchen. Niederer Erdenbaum, Brunnen von See, ja, da waren wir ja schon. Dritte Kirche von Margherita. Das Siegelgefängnis können wir gut mal machen. Vielleicht können wir den ja jetzt sogar schaffen, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, ob wir den schaffen können. Wir probieren es einfach mal. Würde mich mal interessieren, wie stark der ist oder beziehungsweise wie schwach wir sind. Machen wir das Ding da drauf. Ist ja im Anfangsgebiet und wir sind ja schon ein bisschen stärker, also eigentlich müssten wir das doch jetzt schaffen können, oder? Ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss dahin. So. Na, da steht der Riese da oben drauf, ne? Hier ist Marika. Ich weiß nicht mehr, ob wir unsere Wölfe benutzen können. Wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen trotzdem mal rein. Ja, lass mal reingehen. Wir müssen uns mit ein paar Gegner anlegen. Wir brauchen ein paar Bonussachen vielleicht auch mal. Das funktioniert nicht. Oh. Oh, weg hier. Wow. Okay, den müssen wir uns erstmal angucken, wie wir den genau machen sollen. Weil der wirklich, der haut da schon ein bisschen mehr rein. Aber, naja, testen wir nochmal. Müssen wir uns mal angucken, was für Kräfte der hat, beziehungsweise was für Kräfte der hat, was für Moves der macht. Okay. Die Sachen wir direkt hier einsammeln, das ist natürlich praktisch für uns. Ja. Lass uns nochmal probieren. Guck mal,
Mit diesem Eisding können wir den relativ zügig platt machen. Bluthund-Reißzahn. Perfekt. Können wir hier einfach rausrennen? Können wir nicht. Oh, man fliegt direkt raus. Okay. Dafür ist der Stampfer natürlich super. Der haut natürlich ordentlich rein. Ja, kann man einfach nur... So. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch so ein Gefängnis hatten. Wo war das denn? Sieh, du Gefängnis des Sturmhügels, nehmen wir auch nochmal mit. Oder? Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir es auch mit. Klappern wir die mal ab. Wir müssen einmal hier Limegrave da komplett durchmachen. Durcharbeiten, dass wir einfach mal durch sind mit allem. Achso, es ist hier, okay, warte mal. Dann müssen wir ja am besten hier hingehen, ne? Nee. Da. Das ist ja da oben drauf, ne? Stumpfkatakomben sind da unten. Also jetzt nehmen wir das hier. Hütte am Sturmhügel. Ja, bevor wir da rundherum um diesen Berg rumlaufen, da hochlaufen müssen, das macht ja keinen Sinn. So, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir schon mal diese Anna weg. Wo sind wir? Hier ist ein Pfeil drauf. Bam. 4, sagt er jetzt. Nehmen wir den natürlich weg. Wo ich den anderen Marker eingesetzt? Da oben? Ne, das ist ein anderer Marker. Egal, wir müssen zu dem Marker, der dort ist. Oder auf jeden Fall in diese Richtung. Da. Da. Das ist richtig. Ich dachte, es wäre gerade wieder das gleiche gewesen, aber es ist ein anderes. So, wir machen die gleiche Taktik wie gerade eben beim anderen. So, hoffe ich zumindest, dass es klappt. Hier ist die Marika-Statue. Die können wir direkt da wieder anfangen, falls wir sterben. Und wir werden wahrscheinlich sterben. Aber egal. Oh nein! Oh, komm schon! Ach, komm schon. Okay. Wow, da hat er einfach noch so einen coolen Schwanzschweif. Okay. Das ist nicht uncool. Also für uns. So, eingesammelt. Mal runter. So.
So. Affe, ey. Okay. Oh nein. Nein. Oh. Oh. Nein. Nein, nein. Oh, okay. Oh, komm schon, bitte. Muss doch mal an Tod gehen jetzt langsam. Oh, jetzt. Ja, alter Schwede. Gut. Was für ein Bastard. Und er gibt nur 2100 Punkte. Aber naja. Gut, geht direkt wieder raus. Ja, der war schwieriger als der erste. Definitiv. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir diesen Bastard, ich muss ihn Bastard nennen, geschafft haben. So. Das Gefängnis ist auch fertig. Jetzt die Frage, wir haben das da unten haben wir gemacht, das haben wir, gab es noch eins? Da oben ist noch eins. Das ist wahrscheinlich Hardcore, ne? Sollen wir uns den trotzdem mal angucken? Ich würde sagen, wir gucken uns den einfach mal an. Wir reisen mal hier hin. Ganz ehrlich. Muss ich jetzt auch irgendwo hoch? Ach man, das glaube ich jetzt nicht. Kann man irgendwo hochkommen? Boah, das macht keinen Spaß mehr. Ach, da hinten ist so ein Ding, so ein Sprungding, okay. Hätte mich jetzt aber auch sonst aufgeregt hier. Das ist das Siegelgefängnis. Das ist die Marika-Statue, das ist schon mal gut zu wissen. So, lass mal reingehen und uns den mal angucken. Ich will nur angucken, also ob ich den besiegen werde, wahrscheinlich nicht gerade heute. Aber anschauen können wir uns ja mal. Oh, okay. Aber ich glaube, der ist machbar. Adran, Dieb des Feuers. Doch, der ist machbar. Hier gehe ich nochmal kurz rein. Gucken wir nochmal. Weil eigentlich können wir den mit dem Eisding ganz gut platt machen, glaube ich. Oder? Da hat er ja schon ordentlich Schaden genommen beim ersten Eis-Ding. Und wenn wir den jetzt ein paar Mal treffen. So, wo liegen unsere Kram? Drüben. Da hinten, okay. Der war jetzt nicht, ich fand, der war jetzt nicht so schwer wie der andere da. Aber man weiß es ja nicht. Wir probieren es nochmal. Okay. Okay, den muss man mit Vorsicht genießen. Ah, okay.
Oh, du Affe, ey. Mann, Mann, Mann. Im Eis hast du keine Chance. Flamme des grausamen Gottes. Perfekt. Super. Okay, dann haben wir alle drei Gefängnisse gemacht. Ging ja eigentlich ganz gut. Aber das wird, glaube ich, reicht dann auch für heute. Viel mehr brauchen wir da eigentlich nicht machen. Denn ich glaube, noch ein Gefängnis hatte ich nicht. Also finde ich, ist das schon ganz gut, wenn wir die Siegelgefängnisse gemacht haben. Ich weiß nicht, es kommt bestimmt noch, gibt doch bestimmt noch ein paar mehr Gefängnisse. Ich weiß jetzt nicht, wo die sind alle. Ich sehe jetzt gerade keins hier. Aber dann haben wir die schon mal gemacht. Gut. Ja, wir reisen jetzt einmal kurz zu unserer typischen Kirche hier. Wo ist sie? Da. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.